Und auch dich nehme ich auseinander, mein Freund. Ah! Moment. Moment. So, dich noch, den noch. Hier, Granate. Und einmal bitte ganz elegant fallen. Ich muss ein bisschen Munition sparen, wenn ich hier zu viel in der Gegend rumballer ohne Sinn und Verstand. Dann habe ich bald ein Problem. So, lokale Sicherung gering. Bereich entriegelt. Hey. Coole Rolle, Junge. Richtig cool. Hast du gut gemacht. Ich meine, hat ihm nicht viel gebracht, aber sah cool aus, wie er da reinkam gerade. Ne? Und ich habe hier... das Versehen ist falsche. Denn, besessener Wachmann. Ein besessener Wachmann wird versuchen, einen optionalen Abstand zu seinem Ziel zu halten. Nähert sich ein Ziel zu sehr, führt der Wachmann einen mächtigen Hieb mit seinem Schild durch, um sich dann auf seine bevorzugte Kampfdistanz zurückzuziehen. Besessene Wachleute werden bisher nur mit der DS-117 UAC-Schrotflinte und einem Schild gesichtet, was nahelegt, dass es sich um Mitglieder der Spezialeinheit UAC Neophalanx handelt. Die Neophalanx wird ausschließlich zum Schutz abgelegener USC-Kolonien eingesetzt. Ja, na dann wissen wir jetzt zumindest, wer uns da vorhin so wunderschön gestört hat. Und ganz ehrlich, was soll denn das hier? Ja, auch du hier nochmal. Halt. Ich hätte ganz gerne mal... Na, komm her. So. Okay, der lief ein wenig besser. Nicht wirklich gut, aber hey. Keiner kommt mir hier quer. Keiner. Ich haue jeden um, der mir versucht, ans Leder zu gehen. Was gibt's hier hinten? Ah. Den gibt's hier hinten. Hallo? Ich wollte schon sagen, was gibt's hier hinten? Den! Aha! Ach! Hallo! Was hast du denn da? Ja! Ah, danke! Ich habe einen Chip. Und zwar könnte ich jetzt hier was lernen. Ich könnte lernen. Verbessert die Resistenz gegen Umwelteinflüsse und Explosionen. Der Umweltwiderstand. Oder Area-Scanning-Technologie verbessert die Effizienz deiner Navigationssysteme sowie Ausrüstungssystem. Verbessert, nein, das können wir nicht lernen, weil zu wenig Punkte. Aber da, ein Verstärker-Effektivität verbessert die Effektivität von Verstärkern. Naja, also, ich nehme mal das Erste. Ich will mich nämlich nicht so oft in die Luft jagen. Das ist irgendwie cool. So, schon gleich viel besser. So ein Upgrade. Danke. Die Elitewache. Die Elitewache ist eine Gruppe von Sicherheitsleuten, die für den Schutz des Lazarus-Projekts und die Aufrechterhaltung der Ordnung in der gesamten Argent-Einrichtung verantwortlich ist. Die auffälligen roten Uniformen der Mitglieder haben einen beruhigenden Einfluss auf UEC-Mitarbeiter und die Sicherheitsleute gelten als besonders diszipliniert, fair und streng. Ihre Anzüge sind mit kybernetischen Augmentationen ausgestattet, sodass die Elitewachen einen deutlichen Vorteil haben, sollte es doch einmal zu einem Vorfall kommen. Durch die Augmentationen sind sie schneller, stärker und widerstandsfähiger. Das hat ihnen sehr gut geholfen bei dem, was hier passiert ist. Naja, was soll's. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Und ich muss hier lang. Na dann. Mein Freund, dich mag ich nicht. Hätte mal dein Schild hier. So. Wenig Munition. Also die Schildträger sind ziemlich haarig. Da weiß ich noch nicht so richtig, wie da die Taktik ist. Aber gut. Ich lebe noch. Natürlich lebe ich noch. Warum sollte ich auch nicht leben? Ich bin ein guter Soldat.
Hier gibt es mal wieder einen Systemadmin, der kontaktiert werden muss. Wie in jedem guten Spiel. Wenn ein Fehler auftritt, wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator. Hallo Leute. Das sieht mir doch wieder nach einer kleinen Arena aus, wenn ich mal ehrlich bin. Oder auch nicht. Hier ist nichts. Ich dachte ehrlich gesagt, dass ich jetzt hier eine Arena vor mir hätte, aber nö. Ich habe nur einen. Das sieht cool aus. Das sieht geil aus. Es hallo. Oh. Was? Ein Geschenk? Nimm es. Es wird dich stark machen, dir auf deinem Weg helfen, wenn du den Energiestoß überstehst. Ah, ich weiß ja nicht. Sieht nicht vertrauenserweckend aus. Aber was soll's. Ja. Super. Ich kann jetzt Gesundheit, Rüstung oder Munition upgraden. Ich glaube, ich nehme Gesundheit. Du hast eben reine Argent-Energie aufgenommen. Sie scheint dir zu bekommen. Ich entsperre die restlichen Argent-Zellen in der Station für dich. Vega, gib ihm, was er will. 61.337 UAC-Angestellte verstorben, 81% der Einrichtung abgeriegelt, dämonische Präsenz auf der gesamten Anlage extrem hoch. Laut Dr. Haydens Aufzeichnungen begann die Invasion in den Lazarus-Laboren. Offenbar wurde eine Höllenwelle aktiviert, die 64% der UAC-Belegschaft in die Kreaturen verwandelt hat, die jetzt die Anlage bevölkern. Der Rest wurde von den Dämonen getötet, die Olivia Pierce aus ihren Zellen befreit hat. Ich glaube, ich muss mich für das, was hier geschehen ist, entschuldigen. Einige meiner Angestellten haben es zu weit getrieben. Olivia ist für all das hier verantwortlich und ich glaube, dass du dich irgendwann um sie kümmern musst. Du hältst vielleicht nichts von unserer Forschung, aber du musst wissen, wir haben die Hölle und ihre Ressourcen nur genutzt, weil das im Interesse der Menschheit war. Was hier in dieser Einrichtung geschehen ist, das ist der Preis für den Fortschritt. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Es gab einen Vorfall in der Gießerei. Die Regulatoren wurden zerstört und die Kerntemperatur destabilisiert sich. Sie haben den angrenzenden Bereich überrannt. Du musst die Entlüftungsturbinen wieder aktivieren. Eine Kernschmelze wird keiner von uns überleben. Na toll. 61.000 Leute. Und ich soll jetzt die Kernschmelze aufhalten. Mal davon abgesehen, was war denn das für ein komischer Roboter gerade? Na gut, was soll's. Ich habe eine neue Aufgabe. Und um die werde ich mich jetzt kümmern. Kenne deinen Freund. Mission abgeschlossen, es geht weiter dann zum nächsten Gebiet. Kernschmelze. Das sieht ja hier richtig einladend aus. Also so richtig einladend. Die weitere Analyse des aktiven Prätorenanzugs hat ergeben, dass ich die Verbesserung ihres Arsenals durch die Bewertung ihrer Kampfeffizienz beschleunigen kann. Ich habe ihre Helmanzeige entsprechend erweitert. Kampfbewertung durch Kämpfe... Ich werde dich nicht in den Turbinenraum lassen, solange die dämonische Bedrohung in der Gießerei nicht beseitigt wurde. Unsere Sicherheitssysteme lassen sich nicht überbrücken. Okay. Aber durch Kämpfe kannst du dir Waffenpunkte verdienen. Deine Kampfbewertung verbesserst du, indem du während einer Mission so viele Dämonen wie möglich findest und tötest. Das sollte leicht werden.
Okay. Huch. Da lag wohl ein Stück Schutzschild. Na gut. Gehen wir weiter. Vorsichtig gehen wir weiter und... Eieiei, wo bin ich denn hier? Station gesperrt. Na schön. Nett hier. Jungs, ich glaube, ihr habt ein Problem. Im Moment, die Waffe hier. Hallo. Oh. Kommst du auch? Yeah. Oh, tschüss. Das war ja cool. Na gut. Aber ich bin mal so frei, dann doch mal mit Schrotflinte und Action und los. Hallo? Oh, Moment. Ah. Hey. So, für dich auch nochmal wieder hier. Ups. Halt, Moment. So. Was macht ihr denn hier alle? Party, ja? Ja. Wirklich, eine Party nach der anderen hier. Mit euch wollte ich doch noch gar nicht irgendwas machen. Was? Ach, da unten gibt es schon mal einen Untertitel von etwas, was wir gar nicht hören. Ist auch egal. Und, oh, hi. Na, du Kleiner. Was hast du denn bei dir? Ich kann das, glaube ich, besser gebrauchen als du. Ah, ein taktisches Zielfernrohr. Fügt ein taktisches Zielfernrohr zu, das das Heranzoomen an das Ziel mit der Waffenmod-Taste ermöglicht. Nicht übel. Oder halten Sie die Waffenmod-Taste gedrückt, um einen Mikroraketenwerfer auszuführen. Das nehmen wir. Ich bin ja hier für... Das ist meins. So. Genau. Ich bin ja dafür, dass wir hier einfach mal so viel Schaden wie möglich machen. Ups. Wollte ich nicht. Moment. Falsche Taste. Das ist die richtige. Gießerei Teambroschüre. Glückwunsch, Fürsprecher. Wenn Sie diese Nachricht lesen, wurden Sie ins Gießerei Ressourcenteam befördert. Wenn Sie für diesen Dienst vorgeschlagen worden sind, gehören Sie zur Elite unter den Fürsprechern der Stufe 1, deren Arbeit und Engagement unsere Mission unter Volldampf am Laufen halten. Als Mitglied der Abteilung Gießerei Ressourcen haben Sie Zugang zu einem Teil der fortschrittlichsten UAC-Ausrüstung, wie etwa den Grid Ton-Frachtlader, die Nex-Graf-Sprungstiefel und Dynophasik-Aufzüge. Neue Mitglieder sollten sich überlegen, ob sie als Zeichen ihres Vertrauens in unsere Forschung ein äußerst exklusives Team-Tattoo beantragen. Team-Tattoos sind ein Zeichen ihrer unermüdlichen Arbeit für die USC und können beantragt werden, indem sie sich für eine der Studien zur Lazarus-Welle anmelden. Wenden Sie sich an Ihren Stufe 3 Forschungstechniker, um Ihr Pentagrammzeichen noch heute zu beantragen. Leute, wer macht denn sowas? Ganz ehrlich. Geht doch mal bitte, meldet euch freiwillig für die Hölle. Ne? Die ganzen Texte sind cool. Schade, dass man gewillt ist, die zu überspringen. Aber trotzdem, die Texte als Texte sind eigentlich richtig cool gemacht. Und, Hi! Wo bist du? Moment mal. Da. So. Komm her. Und auch für euch. Eine kleine Gastgabe hatte ich noch so im Inventar. Ne? So eine kleine Granate hier für euch. Ich glaube, ich bin übrigens... Ich bin hier richtig. Nach Wegpunkt bin ich hier sogar richtig. Was schießt da hinten? Nein! Der Granatenwerfer ist... Oder der Raketenwerfer ist ja cool. Okay. Hi. Habe ich den um die Ecke schon erlebt? Nö. So. Und auch du. Na, meine Freunde? Gasleck entdeckt. Was? Ein Gasleck? Das geht ja mal gar nicht. Was haben wir hier? Dieser blöde Handschuh. Hätte ich den nicht an, würde alles funktionieren, aber ich krieg den nicht mehr ausgezogen. Verdammt!
Und was willst du? Also ich finde das schon cool, dass das Viech mich noch ansieht, obwohl es nur eine holographische Aufzeichnung ist. Aber wo ist es hingelaufen? Ja, ja, ja. Hier lang. Ja. Ja, ich beeil mich ja schon. Immer mit der Ruhe, junge Dame. Wir sind dabei. Ja. Mann, ich war auch schon mal fitter. Aber was soll's, ich bin irgendwo angekommen, wo ich nicht hin wollte. Und vielleicht gibt's ja eine Treppe nach oben. Hallo? Hey! Was bist du denn für einer? Da hüpfe ich einmal vor Freude. Auch wenn das in Wahrheit die falsche Taste gerade war, aber es macht nichts. Eine Prätorenmarke erhalten. Lass mich durch. Ich will da durch. Na, das Agro-Training hat leider nicht geholfen. Naja, was soll's. So, wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Ich glaube, darüber kann ich hüpfen. Moment. Yeah! So. Dieser Anzug ist aber auch verdammt schwer. Wenn man damit springen will, dann... Uff. Hätte ich jetzt fast befürchtet, dass ich auch wieder abstürze. Huch. Ah, da. Moment. So, und... Ja. Ah, verdammt. Oder auch nicht. Moment, wo geht's denn dann weiter? Da ist noch was Grünes. Dann geht's hier rüber, ja. Und dann... Ja! Mann, dieser Anzug. Unbequem bis zum geht nicht eins, aber passt perfekt. Ist halt für mich geschneidert worden und... Hallo? Na? Wie geht's denn so? Der Höllenbrut entkommen? Und was hast du denn da Feines? Den Arm leih ich mir mal ganz kurz. Du wirst ihn, glaube ich, nicht mehr brauchen. Yo! Und komme ich zurück? Yeah! Was willst du denn von mir? Nett von dir, mir einfach mal so ein bisschen Lebensenergie zu schenken. Was haben wir denn da unten? Moment mal. Gar nichts. Aber der ganze Block hier blinkt. Auch nicht schlecht. Gut. Also dann, gib mal dein Patschhähnchen her. Ja. Ich geht? Okay. Der nächste, der die Konsole benutzen muss, den beneide ich ehrlich gesagt nicht mehr. Und was haben wir hier? Achtung! Kernhitze an Obergrenze. Ja, das wissen wir doch. Das wissen wir doch schon von vornherein. Was? Ach du heilige Dämonenpräsenz. Sagt ihr, und ist hier überhaupt einer? Hey. Ich bin der, der hier aufräumen soll. Ich bin die Putzkraft. Ich nehme mal kurz alles mit, was geht. Tja, Dämonenpräsenz wird, glaube ich, noch schlimmer. Oh, seht ihr, ich wusste es. Hey, bleib hier. So, für dich auch mal einen kleinen Tritt ins Gesicht. Und natürlich auch dir mal wieder ein... Oh, hi. So. Kann ich mal gucken. Geht denn das? Ich habe das bisher noch nicht probiert mit der... Was? Komm, gib her. Super. So, wo ist denn? Wow. Nee. So, und dir hier mal wieder auch allbeste Grüße. Was ist das?
Dämonische Bedrohung reduziert um 25%. Du machst wohl Witze, Mädel. Ich hau mich hier mit hunderten kleinen Viechern und du erzählst mir, das waren nur 25%. Das war doch schon die halbe Hölle. Na gut. Weiter geht's. Muss ich jetzt wirklich zurücklaufen? Also das Spiel hat noch ganz, ganz klassisch Backtracking. Das finde ich irgendwie witzig. Hätte ich jetzt so nicht gedacht, besonders weil das bringt mir nichts, wenn ich da nochmal hinlaufe. Auch wenn der Wegpunkt in die Richtung geht. Hier geht es, glaube ich, nicht weiter. Ich kann mal kurz auf die Karte gucken. Das Echo haben wir. Nö, das sieht ganz gut aus. Also in die Richtung. Na? Ich bin ja auch vorhin hier einfach mal abgebogen. Für dich. Und das hier ist für mich. Danke sehr. Nett, dass du mir mal einfach so Lebensenergie schenkst. Da kommen wir her. Schade. Ich dachte, da könnte man wieder rein. Aber nö, da kommen wir gerade her. Und, wow, das sieht ja cool aus. Der Mars. Eindeutig ein Planet mit sehr viel Lava und Bergsformationen und ach, weiß ich nicht, was alles was. Ich brauche eine Schlüsselkarte der Stufe Blau. Was? Notfallsperrung? Dämonenpräsenz neutralisieren. Ja, na, das machen wir doch gerne. Und auch hier hinten mal wieder. Ey, lass mich rein. Verdammt. Anklopfen ist wohl keine Alternative. Schade eigentlich. Ich hatte die Hoffnung, dass wenn man da mal laut und deutlich anklopft, dass dann die Tür aufgeht. Aber es ist ja immer so, ne? Wenn da so ein Soldat mal in der Gegend steht. Was? Wo? Wow. Für euch. Was? Oh, Gesundheit. Und auch von dir noch ein bisschen Gesundheit. Danke sehr. Und dann müssen wir mal gucken. Okay. Das. Ah, nein, nein, nein. Oh, das war cool. Wie haben wir denn das gerade gemacht? Oh. Und wie geht's dir so? Liegst du hier einfach mal rum? Hast du vielleicht was für mich? Na, ah, danke. Das habe ich gesucht, Kumpel. Na, du. Mal unter uns. Du bist doch Techniker hier. Die Station ist ganz schön kaputt. Vielleicht solltest du mal ein bisschen was machen, damit die wieder funktioniert. Ja, also lass dich nicht von den ca. 40.000 komischen Dämonen da verunsichern. Darum kümmere ich mich. Aber du könntest dich mal um die restliche Station kümmern. Ne? Also mal ehrlich. Und ich frage mich gerade, wie ich da nach oben komme. Muss ja irgendwie einen Weg geben. Die Frage ist bloß, welchen? Hier? Hier? Da! Hey! Für euch! Was? Nein! Verdammt! So, jetzt aber! Du warst aber hartnäckig, mein Freund. Und du auch noch einen. Was? Wer hat mich denn erwischt? Oh nein. Bitte wie? Muss ich jetzt... Dämonische Bedrohung reduziert um 25%. Nö, die Schlüsselkarte habe ich schon. Okay. Na gut. Na dann, komm. Hier kam mir gleich der nächste Kampf. Zack, zack. Na, wo bleibt er?